den würde ich mir auf keinen Fall kaufen. Niemals. Auch wenn es sonst keinen Whisky mehr auf der Welt geben würde, nur noch diese Flasche im Regal. Ja, dann, Dann musst du, ne? Dann dann musst muss du dich ich. eindecken. Dann Das muss ist ich. hart. Das ist Wider Willen, ja, muss ich dann zugreifen. Moin Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Barrel Beast. Und heute haben wir mal wieder was ganz Tolles mit euch vor, und zwar den letzten der Elva-Serie, wenn man so will, auch wenn er gar nicht Offiziell nicht so offiziell Elva wirklich, heißt, ja. aber es ist der 11.4 für uns. Und zwar ist es der Octomore 10. 10 Jahre alt, nämlich. Genau, aus 2020er Edition. Die vierte Edition, also das ist der vierte 10-Jährige, den sie raushauen. Das ist jetzt auch schon so eine Art kleine Tradition. Und kommt mit sage und schreibe 208 ppm um die Ecke. Also noch mehr als der 11.3 an der Stelle. Weniger Flaschen, limitiert auf 12.000 an der Zahl. Ja. Ein sehr undurchsichtiges, aber transparent wiedergegebenes Fassverhältnis von Bruichladdich. Aber das kannst du gerne machen. Ja, danke. Also vielleicht vorab, das hatten wir auch bei den anderen. Die Quellen sind hier Jim Beam, Jack Daniels, Heaven's Hills und Buffalo Trace. Buffalo Trace ist auch dabei. Genau, das sind also hier die vier Bourbon oder Ex-American Casks, die sozusagen hier zur Verfügung stehen. Und wir haben hier im Endeffekt drei Tranchen. Und das finde ich ganz nett. Das ist jetzt mit Fässern angegeben. Es sind 15 Fässer, die 2009 destilliert wurden in First Fill Ex-American Cask. Sorry, musste kurz überlegen. Und das dann in 2015 aber umgefüllt wurde in Second Fill Ex-American. So, das sind also 15 Fässer, die erste Tranche. Der kleinste, oder ja, doch der kleinste Anteil in Summe. Dann kommt der Löwenpart sozusagen. 46 Fässer, die auch 2009 abgefüllt wurden. Und komplett bis zur Endlaufzeit, sage ich mal, First Fill Ex-American Cask durch sozusagen reiften. Und dann haben wir die dritte Tranche, die ist ziemlich genauso groß wie die erste, 16 Fässer. Und jetzt wird es wild, konzentriert euch bitte kurz. Einmal ganz kurz Setzt konzentrieren. euch hin, Ja, nehmt euch was zu nehmt euch schreiben, einen einen Stift bitte. Taschenrechner, das ist eine Es Textaufgabe. ist eine Textaufgabe. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis ich das verstanden habe. 20% wurden in First Fill Virgin Oak allerdings gefüllt. Von den 16 Fässern. Von den 16 Fässern 20%. 80% wurden in First Fill American Oak gefüllt. Und das Ganze für 8 Jahre. Und nach 8 Jahren hat man beides zusammengeführt und hat es in Second Fill Virgin Oak abgefüllt. Genau, und diese drei Tranchen, da hat man einen Rührstab genommen. Und dann kam der aktuelle 2020er 10-jährige Octomore bei rum. Wurde der nicht noch gefinisht? Es gab doch zwei Finishes, oder nicht? Ja, genau, das meinte ich gerade. Bei der dritten Tranche, diese 80 und 20% wurden zusammengeführt, falls ich es nicht erzählt hatte, und wurden in Und Second Fill Virgin Oak okay, gefüllt, gefinisht. genau, Ja, genau. Irgendwo müssen wir auf die 10 Jahre kommen. Ich muss ja ja. immer, die waren ja nur 8 Jahre vorher im Fass. Und wenn nur eine Komponente sozusagen jung ist, dann muss ich das sozusagen immer auf der Flasche angeben. Das heißt, wenn hier 10 Jahre draufsteht, da muss das Jüngste halt mindestens 10 Jahre alt sein. Es könnte jetzt auch was 30-Jähriges drin sein, ist aber nicht der Fall, wissen wir ja, ist ja transparent. Aber genau, so ist die Fasszusammensetzung. Ich würde schon mal Und weitermachen. so zerkrümelt der Keks dann endlich. Nämlich, was kann man noch dazu sagen? Optik Barley steckt da drin. Endlich, endlich. Ich kommen habe so wir zur lange drauf gewartet. Altbewährten. Ja. Und ansonsten 160 Britenpfund kostet das Ganze. Und du bist, ach komm, machen wir nochmal. Es ist wirklich. Oh, ja, das bin ich. Habe ich Eindeutig. verdient. Ist okay. Ich bin wieder für einen schlechten Part zuständig. Gönne ich mir doch gerne. Ist halt schön, dass du es mal wieder bist und dass er mal ein bisschen günstiger ist und ja, dass wir endlich mal sehen, was damit passiert, wenn es mal ein bisschen länger noch reifen kann, ob der Getreidecharakter ein bisschen ergänzt wird, Was ein heißt bisschen denn in den für dich ein Hintergrund bisschen kommt. günstiger eigentlich? Naja, als jetzt der 100% Eiler, der Ja. 11.3er, der kostet 175. Genau, und der? 160. Genau. Ich wollte nur, dass du es einmal sagst hier Und laut, ja, vor den Zuschauern.
Und für 10 Jahre kommt das schon in ein, ja, rückt das in ein besseres Licht, sagen wir es so. Ja, 54,3%, also deutlich weniger als der 100% Eiler hier. Klar, 10 Jahre ist ja auch ein ganzes Stückchen älter hier in dem Sinne. Da verlieren natürlich auch ein paar, gehen ein paar Prozente runter. Ja. Virgin Oak ist nochmal spannend. Genau. Hatten wir bisher noch nicht. Aber jetzt der bei Rest den letzten ist ja dreien auf jeden Fall. Altbewährt, der Rest. Auch hier Virgin Oak ist ja eine Sache, würde ich mal behaupten, womit Bruichladdich durchaus hier und da mal spielt. Um dem Ganzen nochmal so ein bisschen mehr Pep zu geben, ein bisschen mehr Würze, ein bisschen mehr Eiche rein. Kommt jetzt in der Nase aber nicht so krass durch. Also wir haben jetzt 10 Jahre auf dem Buckel, doppelt so lang wie die anderen. Ganz schön würzig, muss ich sagen. Man könnte das auch wieder in der Pfeffrigkeit sehen, aber in diesem Fall ist es, glaube ich, wirklich ein bisschen Richtung Holz. Eiche, ja. Ja. Also wir haben hier auf jeden Fall, wenn es Pfeffer wäre, dann habe ich irgendwie so roten Pfeffer vor Augen. Wo ist denn der Unterschied? Die roter Art und schwarzer oder weißer? Ja, richtig. Also ich kenne mich da nicht so aus einfach. Dann bild dich mal weiter und nerv mich hier. Und welchen würdest du empfehlen? Roter ist der schlimmste, ja. Und ich kann es gar nicht ab. Nein, ist völlig in Ordnung. Ja, von der Nase her, es ist ein bisschen wie ein würzigerer 11-3er. Mhm. 11-1er sehe ich da jetzt nicht mehr so drin. Getreidecharakter ist halt ein bisschen, ich würde nicht sagen verflogen, aber im Hintergrund. Zitrus ist wieder da halt so, ne? Ja. Das kann man schon sagen. Bisschen maritim wieder so vom Feeling. Süßlich würde ich jetzt nicht so sehr sagen. Klar, ein bisschen Honig, ein bisschen minimal Vanille, wenn man das so sagen will. Ja, doch, doch. Aber Zitrus kommt schon wieder ganz gut durch, finde ich. Auch so ein bisschen Säure. Aber sonst ja, finde ich ihn schon angenehm würzig. Also in der Nase besser. Naja. Besser. Nicht gut. Kommen wir mal zum Geschmack. Ja, Slanche. Slanche. Eieiei. Okay. Also erstmal merkt man auf dem Antritt in der Zunge erstmal eigentlich ganz angenehm und so weiter. Und wenn man ihn dann schluckt, merkt man direkt, der hat durchaus ein bisschen mehr Komplexität. Mhm. Er hat verschiedene Aromen, die man entdecken kann. Aber es ist auch nicht so, dass sie jetzt, ja, ich sag mal, Tiefgang haben. Also es ist alles auf einem sehr flachen Niveau irgendwie für mich. Und verfliegt auch wieder. So dadurch, dass es so leicht ist, man merkt direkt, beim Moment des Runterschluckens, ey, da sind mehrere Fässer irgendwie im Spiel und dann ist es weg. Bumm. Also, keine Ahnung. Es ist. Im Mund verhält er sich gar nicht so besonders, finde ich. Aber der Abgang ist schon sehr, sehr, sehr viel komplexer. Ich finde jetzt, also im Abgang, sorry? Abgang finde ich ihn tausendmal besser als die anderen. Aber im Mund, muss ich sagen, gibt er mir nicht so sehr viel mehr. Jetzt, nachdem man ihn getrunken hat, wo ich dran rieche, habe ich so den Eindruck, dass ich Vanillezucker auf jeden Fall hier in der Nase habe. So ein bisschen Gebäck, Weihnachtsgebäck. Vanillekipferl, würde ich sagen. Ja, so genau das. Also Vanillekipferl, ja. So, weil es ist auch so ein bisschen, ja, das ja, legt sich auch wieder so auf die Zunge, hinterlässt so ein bisschen öligen Geschmack auch. Aber ist schon sehr viel runder, muss ich sagen. Also es hat dem gut getan. Ja. Im Geschmack kommt das aber nicht so ganz rum. Ich weiß nicht, ob du es anders hast, aber bei mir ist vor allem wirklich der Abgang anders. Ich finde, der Geschmack verfliegt zu schnell. Also das ist alles so nur ganz kurz präsent und es fällt mir sehr schwer, das in Worte zu fassen, was man da alles schmecken kann. So ein bisschen fruchtig ist es wieder. Aber irgendwie, wie du schon sagst, auch hier wieder, wir haben sehr viel PPM. Der Abgang bleibt ein bisschen länger, ist warm, aber jetzt auch nicht irgendwie so à la Sherry warm. Also das ist eher der Torfgehalt, der dann so ein bisschen rauchig, kratzend, so ein bisschen, aber nicht unangenehm im Hals bleibt. Mhm. Aber auch hier, dafür, dass er wieder über 200 PPM hat, ja,
ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, geil, was habe ich hier die ganze Zeit? Ich möchte nicht mehr trinken. Ich lasse das jetzt einfach mal wirken, sondern ich muss, und ich spreche es mal so salopp aus, einfach nachkippen. Hm. Hilft nichts. Ne? Also das, was ich beim F3er, habe ich es glaube ich gesagt, oder bei einem der anderen, dass es gar nicht so sehr angenehm ist, den zu trinken. Ja, es ist schon spannend, den zu probieren, aber zu trinken auf keinen Fall. Und der hier, der macht schon im Glas ein bisschen mehr Spaß. Ja. Also den kann man guten Gewissens trinken. Da kann man auch noch ein bisschen was entdecken. Im Abgang vor allem bleibt er schön angenehm lang. Die anderen, die waren, das ging wirklich eigentlich mehr hoch und runter. Und der hier, der bewegt sich schön angenehm, bevor er dann wieder runter geht. Der macht das schon sehr viel besser. Also man muss auch sagen, der F.1er und der F.3er waren ja beide nur First Fill Ex-American Bourbon Cask. Hm. Hier hat man ja diese Virgin Oak mit drin. Und das hilft ihm tatsächlich. Also ja, diese Eiche schmeichelt dem Ganzen. Weil sonst wäre das wirklich einfach nur nochmal eine Spur schlechter, glaube ich, als 11.1 und 11.3. Hm. Weil er natürlich durch die Jahre auch ein bisschen hier an Wumms verliert. So. Ja. Ja, also mit dem Alkoholgehalt. Alkoholisch scharf, kommt er überhaupt nicht rüber. Wenn man den jetzt blind verkosten würde, hätte ich gesagt, ist vielleicht 48-49% oder so. Also 54,3. Das ist überhaupt nicht scharf, trotz der Prozentanzahl. Beim F3er fand ich es sehr, sehr, sehr viel schlimmer, war es auch schon deutlich höher. Aber auch beim 11.2er. Der hat ja auch eine 5 davor stehen, da fand ich es auch schon alkoholischer, sagen wir es so. Mhm. Und vor allem auch schärfer. Mhm. Also mit Schärfe hat der hier nicht viel zu tun, zum Glück. Ja, sehe ich einen Ticken anders, aber kann ich, also verstehe ich. Aber ich bin auch schon wieder so ein bisschen im Fazit so halb. Ne? Der Preis 160 Britenpfund, 10 Jahre, könnte er mehr liefern. Und ich habe den Geschmack jetzt nicht mehr so ganz vor Augen, wie der 2018er damals war. Ich würde den hier auf jeden Fall ein bisschen stabiler bewerten. Aber so richtig, richtig überzeugend tut er mich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da bin ich schon wieder, der Vergleich tut richtig weh, ne? Aber es gibt, Big Pete. Es gibt den ein oder anderen Big Pete, den ich da, glaube ich, bevorzugen würde. Irgend so eine Winter Edition oder sowas. Also die haben schon ein, zwei feine Sachen. Das ist kein Octomore, das weiß ich auch. Aber weiß ich nicht, wenn ich einfach nur Torf will. Und das ist ja die Frage, wenn ich die Spitze des Eisbergs suche, ist ja klar, wo die Reise hingeht. Dann brauche ich einen 8.3er. Und ansonsten ist das Feld ja groß. Und dann würde ich, glaube ich, nicht zu diesem Release hier greifen. Ist einfach so. Muss ich leider auch sagen. Es wäre jetzt halt nochmal spannend, wenn die vielleicht ein bisschen mehr experimentiert hätten als mit Virgin Oak. Mhm. Weil klar, der bringt schon ein bisschen noch mehr Würze, auch ein bisschen ja, Komplexität da auf jeden Fall rein. Nur außergewöhnlicher wird das Ganze jetzt nicht wirklich. Ich würde mal zur Bewertung kommen. Mhm. Ich fange von hinten an. Finish, 84 Punkte, finde ich wirklich stabil. Geschmack, 82 Punkte auf dem Niveau und Nase 79. Und ohne das jetzt ein Fazit draus zu machen, einfach nur im Vergleich zu den drei davorigen aus dem gleichen Release, würde ich tatsächlich, ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Der Zweier hat halt natürlich noch ein bisschen andere Aromen. Und wenn man so Ex-Red Wine mag, dann greift lieber zum Zweier. Aber an und für sich ist der etwas runder. Also das ist schon ein schöner Whisky. Dann räume ich das Feld von vorne auf. Und am schlechtesten gefällt er mir in der Nase. Also da ist wirklich wenig Weiterentwicklung vorhanden. Trotz der 10 Jahre bringt er nicht mehr so viel mehr mit als die anderen. Deshalb gebe ich ihm da 79 Punkte. Kann mich da nur anschließen. Am Geschmack wird das Ganze besser. Da gebe ich ihm 83. Und im Finish, da gefällt er mir am allerbesten von den
11ern, wenn man den da einschließen will. Und da komme ich auf insgesamt 86 Punkte. Aber Preis-Leistung ist bei dem auch wieder schlecht, muss man wirklich sagen. Den würde ich mir auf keinen Fall kaufen. Niemals. Auch wenn es sonst keinen Whisky mehr auf der Welt geben würde, nur noch diese Flasche im Regal. Ja, dann... dann musst du, ne? Dann musst du dich eindecken. Dann muss ich hart. Wieder willen, ja, muss ich dann zugreifen. Aber nee, es ist halt nicht der beste Oktober-Jahrgang, muss man leider ganz ehrlich so sagen. Ja, es ist spannend. Also ist ja auch interessant. Es kann ja auch nicht immer nur der Beste sein. Es kann ja auch nicht alles auf dem gleichen Niveau sein. Und es ist ja auch schön, dass wir hier diese Variation haben, dass wir das jetzt durchlebt haben. Und ich freue mich schon aufs 12er-Release in der Hoffnung, dass es besser wird. Und werde mir gleich meinen 8.3er genehmigen, den ich leider nicht habe. Aber ja. Wenn ihr einen habt, schreibt einen Kommentar, ja, genau, wo wir ihn uns besorgen können. Genau. Wir haben ein Spendenkonto. Ihr könnt gerne die Flasche hier hinschicken. Nein, Quatsch. Also ich denke, es ist klar geworden, es ist kein Barrabees. Es ist wieder keine Kaufempfehlung. Von meiner Seite aus 11.2 und dieser sind fast ebenbürtig, sind ja preisig, der ist ja ein bisschen teurer, ist aber auch 5 Jahre älter in dem Sinne. Der andere hat natürlich ein bisschen exquisitere Fässer, aber beide haben so ihre Daseinsberechtigung. Und wenn ich mich zwischen dem Release entscheiden müsste, dann wären es erstmal die beiden und tendenziell wäre es dann wahrscheinlich der Red Wine, weil ich da ein bisschen mehr drauf kann. Aber das sind so meine Highlights hier, sage ich mal. Ja, ich bin ja auch mehr der Sherry-Typ, deshalb tendiere ich auch zum Red Wine, der halt ein bisschen mehr Öligkeit, ein bisschen mehr diese süßere Komplexität da reingebracht hat. Aber das war jetzt auch nur ein kleines Finish, was der da hatte. Also von daher erwartet keine Wunder. Generell bei der 11er Edition solltet ihr es nicht erwarten und dann werdet ihr auch nicht enttäuscht. Ich habe noch eine letzte Sache, wo ich gerade so hier ein bisschen nochmal probiert habe. Bisschen Ananas habe ich noch irgendwie so draus, so ein bisschen fruchtig Ananas. Das, ja, als Schlusswort würde ich mal sagen, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalasst und einen Daumen hoch und uns beim nächsten Mal wieder besucht. In diesem Sinne, bis bald, ciao. Ciao.